Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um einen vermissten Fall, einen Cold Case aus den USA. Barbara Bollock verliebte sich in die Bitterroot Mountains in Montana, als sie das erste Mal sah. Besonders der Wanderweg zum Bear Creek Overlook in der Nähe von Victor, Montana, hatte es der 55-Jährigen angetan. Sie verbrachte viele Stunden auf dem Weg, sowohl allein als auch mit Freunden. Am Mittwochmorgen, dem 18. Juli 2007, meldete sich Barbara freiwillig, um einen Freund der Familie, Jim Remacker, auf eine Wanderung zum Bear Creek Overlook zu begleiten. Es sollte Barbaras letzte Wanderung sein. Kurz nachdem sie und Jim den malerischen Aussichtspunkt erreicht hatten, verschwand Barbara spurlos. Barbara hatte ursprünglich geplant, sowohl Jim als auch seine Freundin Donna Biles auf dieser Wanderung am Mittwochmorgen mitzunehmen. Donna war die Cousine von Barbaras Mann Carl. Sie und Jim lebten in Kalifornien, waren aber nach Montana gekommen, um einige Zeit mit Carl und Barbara zu verbringen. Sie haben sich beide darauf gefreut und auf ihre Reise zum Bear Creek Overlook, dort zu wandern. Und Barbara war gerne bereit, sie zu begleiten. Carl, der nach einem Herzinfarkt mit dem Wandern aufhören musste, sagte seiner Frau, dass er sich um die Zubereitung des Abendessens kümmern würde, während das Trio seine Wanderung fortsetzte. Die Gruppe wollte am frühen Mittwochmorgen aufbrechen, aber als Donna aufwachte, fühlte sie sich nicht wohl. Sie beschloss, die Wanderung ausfallen zu lassen, und so machten sich Barbara und Jim alleine auf den Weg. Als sie ankamen, war die Straße, die zum Ausgangspunkt des Bear Creek Wanderwegs führte, wegen Reparaturarbeiten gesperrt, sodass sie gezwungen waren, ein Stück entfernt zu parken und durch eine Baustelle zu gehen, um zum Wanderweg zu gelangen. Als sie den Weg erreicht hatten, wanderten sie die 2,7 Meilen bis zum Aussichtspunkt am oberen Ende des Weges. Oben angekommen, setzten sich Jim und Barbara hin und aßen eine Kleinigkeit. Sie unterhielten sich mit zwei anderen Wanderern, die bereits mit ihrem Hund am Aussichtspunkt waren, und verbrachten dann etwa 30 Minuten damit, einfach die Aussicht zu genießen. Gegen 11:30 Uhr beschlossen sie, den Rückweg anzutreten. Jim blieb kurz stehen, um einen letzten Blick auf die Aussicht zu werfen. Er schätzte, dass Barbara zu diesem Zeitpunkt etwa 20 bis 30 Fuß von ihm entfernt war. Als Jim sich 45 Sekunden später wieder umdrehte, um den Weg fortzusetzen, war Barbara verschwunden. Jim ging weiter den Weg hinunter in der Annahme, dass er Barbara bald begegnen würde. Aber er konnte sie nicht ausfindig machen. Da sie eine erfahrene Wanderin war, die nie vom Weg abkam, war er über ihr plötzliches Verschwinden verwirrt. Er rief wiederholt nach ihr, erhielt aber keine Antwort. Jim und Barbara befanden sich auf einem Teil des Weges, der mit losem Schiefergestein bedeckt war, das laut unter den Füßen knirschte, aber Jim hörte überhaupt kein Geräusch. Er nahm eine Pfeife heraus und versuchte damit, Barbaras Aufmerksamkeit zu erregen, aber er erhielt keine Antwort. Verwirrt setzte er den Abstieg fort, in der Hoffnung, dass er Barbara irgendwo auf dem Weg finden würde. Jim erreichte dann den Ausgangspunkt des Weges, ohne ein Zeichen von Barbara zu finden. Da er nicht wusste, was er tun sollte, näherte er sich der Baustelle und fragte die Arbeiter, ob sie gesehen hätten, dass Barbara den Weg verlassen hätte. Die Arbeiter erinnerten sich, zwei junge Männer in Begleitung eines schwarz-weißen Hundes gesehen zu haben, aber nicht Barbara. Einer der Bauarbeiter begleitete Jim durch die Baustelle zu seinem Auto, damit er nachsehen konnte, ob Barbara es irgendwie unbemerkt zu seinem Auto geschafft hatte. Aber sie war nicht da. Es fiel Jim schwer zu glauben, dass Barbara sich auf einem Weg verirrt hatte, den sie so gut kannte. In der Überzeugung, sie verpasst zu haben, wanderte er zurück zum Ausgangspunkt und ging den Weg zurück, den sie zum Aussichtspunkt genommen hatten. Nirgendwo auf dem Weg war eine Spur von Barbara zu finden. Jim machte sich auf den Weg zurück zur Baustelle und teilte dem Bauarbeiter mit, dass er Hilfe benötige, da er seine Wandergefährtin immer noch nicht ausfindig machen konnte. Einer der Bauarbeiter überließ ihm ein Telefon, damit er anrufen und Barbara als vermisst melden konnte. Da der Bear Creek Overlook Trail in Bitterroot National Forest liegt, wurde der Fall zunächst von den Rangern des US Forest Service bearbeitet. Sie begannen sofort mit der Suche nach Barbara und durchsuchten das zerklüftete Gelände rund um den Wanderweg nach Hinweisen auf die vermisste Frau. Einer der Förster rief Carl zu Hause an, um ihm mitzuteilen, dass seine Frau als vermisst gemeldet war, schien aber zuversichtlich zu sein, dass sie sich schnell finden würden.
Karl konnte nicht glauben, dass Barbara sich wirklich verirrt hatte. Sie war denselben Weg schon dutzende Male gewandert und kannte sich in der Gegend bestens aus. Er machte sich sofort auf den 20 Meter langen Weg zum Ausgangspunkt des Wanderweges, in der Hoffnung, dass Barbara dort auf ihn warten würde und sich über die ganze Aufregung amüsieren könnte. Als er da ankam und erfuhr, dass die Suchenden keine Spur von seiner Frau gefunden hatten, brach ihm das Herz. Die Suche nach Barbara ging die ganze Nacht hindurch weiter. Mehrere Such- und Rettungsmannschaften sowie Suchhunde wurden zur Unterstützung der Bodensucher eingesetzt. Hubschrauber, die mit Infrarot- und Wärmebildgeräten ausgestattet waren, suchten das Gelände von oben ab. Sie fanden nichts, was darauf hindeutete, dass Barbara noch in der Gegend war. Karl wartete am Eingang des Wanderweges bis Mitternacht, bis die Polizei ihn schließlich überredete, nach Hause zu gehen und sich auszuruhen. Der Gedanke, wegzugehen, während Barbara noch irgendwo da draußen war, machte ihn fertig. Aber er entschied sich widerwillig, für ein paar Stunden nach Hause zu gehen. Am nächsten Morgen kehrte er in Begleitung von Freunden und Nachbarn zurück, die ihm bei der Suche helfen wollten. Die Behörden gaben zu, dass sie über das Verschwinden verwirrt waren. Beamte des Ravalli Valley County Sheriff's Office erklärten, sie hätten keinen Grund zu der Annahme, dass eine Straftat im Spiel sei. Es wurde nichts gefunden, was darauf hingedeutet hat, dass Barbara in einen Kampf auf dem Weg verwickelt worden war. Es gab keine Schleifspuren, Blutspuren oder Kleidungsfetzen. Einige Leute vermuteten, dass Barbara von einem Bären oder einem Berglöwen angegriffen worden sein könnte. Aber die Behörden glaubten nicht daran. Jim hatte Barbara nicht schreien hören und es gab auch keine Hinweise auf tierische Aktivitäten entlang des Weges. Als erfahrene Wanderin wusste Barbara, dass sie nach aggressiven Tieren Ausschau halten musste. Sie trug eine 357er Magnum in ihrem Tagesrucksack, mit dem sie sich für den Fall, dass sie sich einem solchen Tier begegnete, wehren konnte. Als die letzte Person, die Barbara gesehen hatte, geriet Jim sofort in Verdacht und wurde intensiv verhört. Er kooperierte voll und ganz bei den Ermittlungen und ließ sich sogar freiwillig einen Lügendetektortest unterziehen, um seine Darstellung der Ereignisse zu bestätigen. Die Beamten waren sich sicher, dass er nichts mit Barbaras Verschwinden zu tun hatte. Die Suche nach Barbara wurde in den nächsten zwei Wochen fortgesetzt. Freiwillige und professionelle Such- und Rettungsmannschaften hatten das gesamte Gebiet abgesucht, aber trotz des Einsatzes aller verfügbaren Mittel keine Spur der vermissten Frau gefunden. Die Behörden kündigten an, die Suche einzustellen, aber die Ermittlungen zu Barbaras Verschwinden würden fortgesetzt. Drei Wochen nach Barbaras Verschwinden gab das Ravalli County Sheriff's Office bekannt, dass es eine Belohnung in Höhe von $5,000 für Hinweise auslobt, die zu Barbaras Verbleib führen. Obwohl eine Reihe von Hinweisen einging, darunter auch mehrere von Personen, die glaubten, Barbara sei von einem Phantom aus den Bergen entführt worden, brachte keiner von ihnen die Ermittler der Suche nach Barbara ein Stück näher. Die Ermittler waren besonders daran interessiert, mit den beiden jungen Männern zu sprechen, die am Tag von Barbaras Verschwinden auf dem Wanderweg gesehen worden waren. Sie betonten, dass die Männer nicht als Verdächtige in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden gelten, sondern als mögliche Zeugen. Und die Ermittler wollten mit ihnen darüber sprechen, was sie an diesem Tag gesehen haben könnten. Neben Jim waren sie die einzigen Personen, die bestätigen konnten, dass Barbara zum Zeitpunkt ihres Verschwindens auf dem Wanderweg gewesen war. Sowohl Jim als auch einige der Bauarbeiter konnten der Polizei Beschreibungen der beiden Männer geben, die dann an die Öffentlichkeit gelangten. Beide Männer waren Anfang 20, einer hatte dunkles Haar und dunkle Haut, der andere helle Haut und rötliches Haar. Beide Männer hatten eine athletische Statur und waren mit einem schwarzen Mischlingshund mit weißen Abzeichen unterwegs. Sie hatten das Gebiet in einem hellen Geländewagen, möglicherweise einem Chevrolet Blazer, verlassen, der ein Nummernschild aus Montana mit einer Plakette aus Missoula County hatte. Obwohl detaillierte Beschreibungen der beiden Männer in den lokalen Zeitungen veröffentlicht wurden, meldete sich niemand, um die Männer zu identifizieren. Im September kündigte Barbaras Family an, dass sie eine Belohnung von $10,000 für Hinweise ausloben würde, die zur Identifizierung der beiden potenziellen Zeugen führen würden. Aber ihre Namen blieben unklar. Als die Monate verstrichen, ohne dass es Fortschritte in dem Fall gab, begannen sich einige Leute zu fragen, ob Barbara ihr Verschwinden inszeniert hatte, um woanders ein neues Leben beginnen zu können. Ihre Familie und Freunde beteuerten, dass Barbara so etwas nie getan hätte.
Sie verließ an diesem Tag das Haus ohne irgendetwas. Ihr Geld, ihr Ausweis, ihr Reisepass, ihre Kleidung und alle anderen persönlichen Gegenstände blieben zu Hause. Barbara war in ihrem Leben sehr zufrieden gewesen. Kurz vor ihrem Verschwinden hatte sie begonnen, Flugstunden zu nehmen und sie hatte sich darauf gefreut, Privatpilotin zu werden. Sie und Carl wollten im Herbst eine Kreuzfahrt an die mexikanische Riviera machen. Sie hatte so viel vor, auf das sie sich freuen konnte. Ihre Freunde betonten auch, dass Barbara nirgendwo hingegangen wäre, ohne ihren geliebten Hund mitzunehmen. Barbara ist nicht die einzige Person, die scheinbar spurlos aus einem Nationalpark verschwunden ist. Es gibt viele andere Fälle, in denen Menschen plötzlich verschwunden sind, während sie nur wenige Meter von anderen Menschen entfernt waren. Die meisten von ihnen wurden nie gefunden. Jim und Donna kehrten schließlich nach Kalifornien zurück und ließen Carl mit seinem Kummer allein. Jim steht weiter in Kontakt mit den Behörden, die behaupten, dass er bei den Ermittlungen stets kooperiert hat und nie als Verdächtiger in Bezug auf Barbaras Verschwinden betrachtet wurde. Die Ermittler versuchen immer noch, die beiden Männer ausfindig zu machen, die beim Wandern mit ihrem Hund gesehen wurden. Bisher konnte noch niemand Hinweise auf ihre Identität geben. Barbara Bolling war 55 Jahre alt, als sie im Jahr 2007 verschwand. Sie hat braune Augen und rote Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie 1,70 Meter groß und wog 115 Pfund. Zuletzt wurde sie mit hellbraunen Shorts und einer pastellfarbenen Bluse gesehen. Sie trug einen schwarzen Tagesrucksack, in dem sich eine 357er Magnum befand. Ja, und das ist einer dieser Fälle, die man gerne als 411-Fälle bezeichnet. Da sind Menschen unterwegs in einem Nationalpark, also wichtig, das ist immer in einem Nationalpark, und befinden sich tatsächlich in der Nähe eines anderen Menschen. Und diese andere Person hat dann kurz vorher mit ihnen noch gesprochen, hat sie kurz vorher noch gesehen und urplötzlich sind sie weg. Und die tauchen dann tatsächlich auch nie wieder auf. Und es gibt auch nicht eine einzige Spur von ihnen. Also nicht irgendwie, dass da zum Beispiel ein Rucksack gefunden wird, ein Schuh, eine Socke oder was auch immer. Die sind dann tatsächlich spurlos verschwunden. Und das sind ja Fälle, nach denen ihr auch immer wieder gefragt habt. Und jetzt sagt mir mal, wie groß ist die Resonanz tatsächlich? Wie groß ist der Wunsch tatsächlich, mehr von solchen Fällen zu hören? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!